Ja, das ist die Frage, ob wir bereit sind. Wir sind auf jeden Fall jetzt bereit für ein paar tiefsinnige Gedanken, hoffe ich. Ich hoffe, ihr seid bereit. Erstmal, ich freue mich total, heute Abend bei euch zu sein. Ein paar Worte einfach, falls ihr mich noch nie irgendwie gesehen oder gehört habt, mit wem ihr es da zu tun habt. Ihr werdet nämlich gleich merken, ihr habt das mit einem bisschen komischen Typen zu tun. Und zwar, ich heiße Johannes Hartl und ich habe den eigenartigsten Beruf der Welt. Ja? Und zwar leite ich ein Gebetshaus. Und was ein Gebetshaus ist, ja, da ist der Name Programm, das ist ein Haus, wo Leute beten. Okay? So sieht das aus, unser Gebetshaus. Und zwar das Besondere ist, das ist ein Haus, wo Leute beten, und zwar immer Tag und Nacht. Das heißt, du kannst irgendwann vormittags um 9 kommen oder nachmittags um 5 oder nachts um 3 und an Weihnachten, Ostern und Sommer, Winter, immer beten da Leute, und zwar überwiegend junge Leute. Und wenn du denkst, wie verrückt muss man eigentlich sein, um sich irgendwo reinzusetzen und eine Stunde zu beten, besonders nachts, wenn keiner kommt oder so. Genau das habe ich mir vor ein paar Jahren auch gedacht, vor vielen Jahren. Und ich, als meine Frau und ich diese Vision hatten oder diese Idee hatten, hey, wie cool wäre das eigentlich, wenn es so einen Ort gäbe, wo immer gebetet würde, habe ich erst gedacht, da würde kein Mensch mitmachen. Das ist ja irgendwie, keiner würde doch das freiwillig tun. Und uns hat es total überrascht, dass eigentlich extrem viele Leute da mitmachen wollten und es immer mehr wurden. Wir haben dann so eine kleine Konferenz mal gemacht. Dann kamen dann 100 Leute, wir waren total überfordert, haben gedacht, boah, so viele Leute. Und dann wurden das immer mehr, und jetzt mittlerweile heißt die Konferenz auch mehr. Und letztes Jahr sah die dann so aus, wir hatten jetzt dieses Jahr da 7000 Leute auf der Konferenz. Und ich stehe staunend daneben und denke, was? Irgendwie Leute, die beten, kannst du eigentlich mit so einem Thema irgendjemanden hinter dem Ofen vorlocken? Und ehrlich gesagt, als ich, weiß ich nicht, so Teenie war, so wie manche von euch jetzt oder auf jeden Fall jung, habe ich mit Gott und mit Jesus und Halleluja und sowas, ich habe überhaupt nichts Positives verbunden. Ich habe gedacht, was sind das für Freaks? Also jemand hat mich da, also ich war ja nicht besser. Gell? Ist mein großer Vorteil ist, dass meine frühe Jugend war zu einer Zeit, da gab es noch nicht so viel Social Media. Das heißt, da sind nicht so viele Bilder überliefert. Ich bin da relativ glücklich drüber, weil ich sah unmöglich aus. Also total hippie-mäßig. Aber weil ihr mir so sympathisch seid. Also es muss unter uns bleiben, okay? Das wird nicht irgendwie gestreamt hier, gell? Nicht irgendwie Internet. Also ich zeige euch kurz ein Foto, eines der wenigen verbleibenden Fotos von mir. Also es ist so peinlich, es ist echt so peinlich. Ich mache es nur ganz kurz und dann mache ich es gleich wieder weg. Nein, nicht fotografieren. Also so ich da aus. Ich mach's gleich wieder weg. Das ist, ja, da, so sah ich da aus. Gleich wieder weg. Also ihr seht, so, gleich wieder weg. Aha, weg, so ist gut, so ist gut. Also ihr seht, aus welchen Tiefen Gott mich erlöst hat, ja. Und ihr seht auch die große Barmherzigkeit von meiner Frau, also unglaublich, was sie gemacht hat. Und jedenfalls, damals hätte ich mit dem ganzen Glaubenszeug und sowas irgendwie nichts zu tun haben wollen, weil das war halt für mich wie so ein äußerliches Konstrukt, so ein äußerlicher Zwang. Und ich habe nicht gecheckt, worum es eigentlich wirklich geht. Jetzt, worum geht es eigentlich wirklich? Wir haben jetzt so eine schöne Stimmung heute Abend, die will ich gleich ein bisschen verderben. Ist immer gut, wenn man zu gut drauf ist, das ein bisschen zu verderben. Ich habe eine total schlechte Nachricht für dich. Total schlechte Nachricht. Also, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein. Also, ihr werdet alle sterben. Ja. Also hat sich schon rumgesprochen, dass die Sterblichkeit ganz hoch ist bei Menschen. Aber wirklich, weil ihr werdet alle sterben. Und ich will eigentlich so eine ganz easy Frage mal stellen. Was würdest du denn tun, wenn du wüsstest, dass du noch einen Tag zu leben hättest? Jetzt ist heute Freitag. Wenn du wüsstest, morgen Abend um diese Zeit, Schicht im Schacht, ist vorbei. Was würdest du machen? Überleg kurz. Also, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dir so Sachen einfallen wie, ja, weiß ich nicht, ein letztes Mal noch mit einem guten Freund irgendwie oder mit deinen Eltern. Also die Frage ist eher, was würdest du denn alles nicht tun?
Und ich glaube, du würdest nicht sagen, hey, die letzten 24 Stunden, ich muss unbedingt noch 6 Stunden PlayStation zocken. Unbedingt, das wäre ganz wichtig, ja. Oder, weiß ich nicht, unbedingt noch 2, die letzten von meinen Netflix-Serien noch fertig schauen, die letzten 2 Folgen, die ich noch nicht gesehen habe. Oder irgendwie so. Du würdest denken, hey, Moment, morgen bin ich tot, dafür habe ich doch jetzt keine Zeit mehr. Du würdest das tun, was dir absolut, absolut, absolut wahnsinnig wichtig ist. Und für das, was dir ganz, ganz, ganz wichtig ist, zeichne ich hier mal so ein Ding. Eins, so Nummer 1 machen wir hier mal so. Number 1. Das ist das, was total wichtig ist. Okay? Und jetzt ist die Frage, was wäre das bei dir? Jetzt sagen wir mal, das wäre eine Freundin. Sagen wir mal, du bist ein Typ und du hast eine Freundin und die hast du total lieb. Oder es ist irgendwie deine beste Freundin, die du voll gern hast. Du wirst sagen, hey, wir haben uns ein halbes Jahr lang nicht mehr gesehen. Wenn ich wirklich morgen sterben würde, ich würde echt noch mal viel Zeit mit der verbringen wollen. Dann habe ich darüber nachgedacht, okay, warum würdest du viel mit der verbringen wollen? Ein einfacher Grund, weil dir die total wichtig ist. Aber wenn du genauer hinschaust und überlegst, okay, warum ist dir diese Freundin voll wichtig, dann kämst du, oder könnt man fragen, was verbindest du denn mit der? Was macht die mit deinem Herzen? Weißt du, das Herz, das ist ein ganz wichtiges Ding hier. Jesus ist immer interessiert am Innen. Gell? Jesus ist nicht so sehr interessiert an dem, was außen ist. Jesus ist total interessiert, was ist wirklich in deinem Herzen los und was ist dir im Herzen total wichtig. Und ich habe eine Theorie, und die Theorie ist, das, was uns ganz wichtig ist, ist uns wichtig aufgrund von 4 Dingen. So, 4 Kasten, 4 Dingen. Und zwar erstmal, es kann sein, dass du merkst, hey, bei meiner besten Freundin oder bei der Person, die ich so liebe, weißt du, da fühle ich mich einfach geliebt und angenommen und ich nenne dieses Gefühl jetzt einfach mal Trost. Okay, Trost bedeutet, da geht's mir gut. Das ist einfach schön. Okay? Und dann kann es aber auch sein, dass du merkst, hey, diese Freundin oder diese Beziehung, wenn ich bei der bin, fühle ich mich total sicher. Es gibt ein zweites Grundbedürfnis, was wir Menschen haben, und das ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Kennst du das Gefühl, wenn du auf einer Party bist und du kennst niemand und du fühlst dich irgendwie unsicher, weil du denkst, ey, die sind alle komisch, und dann hast du einen, den du kennst, und auf einmal fühlst du dich sicher? Ja, kennst du das? Sicherheit. Und dann kann es aber auch sein, dass du merkst, hey, in dieser Beziehung fühle ich mich voll bestätigt. Wird es vielleicht ein Mensch, der dir Anerkennung und Bestätigung gibt? Und das ist so eine dritte Sache, die für uns Menschen total wichtig ist, nämlich die Anerkennung. Anerkennung. Und ich habe einfach den Verdacht, ich behaupte, dass irgendwie so ziemlich alles in unserem Leben und alles in unserem Herzlein hat total viel mit der Frage zu tun, woher kriegen wir das? Wo suchen wir unseren Trost und unsere Sicherheit, unsere Anerkennung? Und ein viertes fehlt noch, das kommt gleich. So, und schau mal her, ich habe dann drüber nachgedacht, nicht nur, wenn ich nur einen Tag noch zu leben hätte, nicht nur, wenn ich gleich sterben würde, sondern ich habe mir selber mal beim Leben zugeschaut. Und ich habe, das kann man ja machen, du kannst nachdenken, warum mache ich das, was ich tue? Und eigentlich ist mir bewusst geworden, fast alles, was ich mache, mache ich irgendwie aus einem dieser Gründe. Also ich muss sagen, ich hatte zum Beispiel eine totale Erkenntnis, das sollte man nicht glauben, aber ich habe eine totale Erkenntnis mal auf Facebook gehabt. Und zwar, da war eine Diskussion. Und da ging es um eine ganz wichtige Sache, also brutal wichtig. Ich weiß zwar nicht mehr, welches war, aber sie war sehr wichtig. Ja, unglaublich wichtig. Und es ging um ein wichtiges Thema. Und irgendjemand hat einen totalen Unsinn geschrieben, einen schrecklichen Schwachsinn. Und ich habe auf einmal gemerkt, ich muss jetzt was erwidern, sonst es zerreißt mich. Und dann habe ich überlegt, warum ist mir das gerade so wichtig, dass ich hier antworte? Warum zerreißt mich das schier, wenn ich das nicht antworte? Und dann habe ich erst gedacht, ja klar, weil da geht es ja wirklich um die Wahrheit und das ist ja wichtig. Aber dann habe ich genauer hingeschaut und habe gecheckt, nee,
eigentlich geht's mir da um Macht. Ich habe das Gefühl schrecklich gefunden, dass mir irgend so ein Typ, dass der mir widerspricht und mir fällt nichts drauf ein und ich stehe da wieder doofe, weil ich keine Antwort drauf habe. Und da fühlst du dich eigentlich machtlos. Und ich habe gecheckt, hey, ich habe jetzt gerade nur geantwortet, um zu sagen, ich bin der Gescheitere. Ich bin viel besser, ein besseres Argument als du. Und dann ist mir auf einmal eingefallen, hey, was tun wir eigentlich alles in der Welt nur wegen dem? Okay, du kaufst dir Kleidung, nicht nur, weil du sonst nackt bist oder frierst, sondern weil mit Kleidung was einhergeht. Du weißt irgendwie, hey, okay, Leute, irgendwie schauen mich dann an. So. Wir kaufen uns Autos, nicht nur, weil sie fahren, sondern Jungs besonders, Männer kaufen sich halt Autos. Und, hey, schau dir den an. Und so, weil du demonstrierst halt dadurch irgendwie Macht. Okay, du bist jemand. Und so weiter. Und so kannst du das durchgehen durch absolut alles Mögliche. Hey, und Leute haben Beziehungen, weil sie in der Beziehung halt eine Sicherheit finden. Und Leute machen, und jetzt bin ich echt nachdenklich geworden, Leute machen gute Sachen, aber machen die total schlechten Sachen, nur wegen dem. Was machen Leute alles, um anerkannt zu sein? Das andere sagen, boah, cool. Leute tun Sachen, von denen sie überzeugt sind, dass sie eigentlich schlecht sind, weil sie dafür anerkannt werden. Und Leute bleiben in Beziehungen drin, gerade Frauen oft, sorry, wenn ich das so sagen muss, gerade oft Frauen, Beziehungen, wo sie eigentlich merken, die ist eigentlich nicht gut, die Beziehung, aber die ist meine volle Sicherheit. Wenn ich die verliere, dann stürze ich ins Nichts. Und was machen Leute alles, um Macht zu haben, um irgendwie ein bisschen besser zu sein als jemand anderer? Weißt du, wenn du einen findest, der ein bisschen schwächer ist als du, kannst du wenigstens auf den runterschauen oder wenigstens den fertig machen. Nur um das Gefühl zu haben, ich bin wenigstens ein bisschen mächtiger, ein bisschen am Drücker. Und auf einmal hatte ich den Eindruck, Leute tun alles dafür. Weißt du, warum saufen Leute, die saufen? Warum ziehen sich Leute Pornos rein, die das tun oder Drogen oder sonst was? Weil in denen ein Ding ist von, okay, irgendwie da ist eine Not in mir und irgendwie muss ich mich mit irgendwas, irgendwie mit was trösten. Und auf einmal habe ich gecheckt, das regiert irgendwie unsere ganze Welt. Und dann habe ich genauer hingeschaut und ich habe einen Verdacht. Und der Verdacht lautet, dass Jesus eigentlich ein Interesse hat. Und sein Interesse wäre eigentlich, dass er da oben steht. Weißt du, Jesus lehrt die Jünger beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und geheiligt werde dein Name, das heißt, dass Jesus sagt, hey Gott, der Vater, der soll euer Nummer eins sein. Das ist eigentlich das Modell, dass der Vater, dass Gott deine erste Sache wird und keins von denen. Ja, jetzt ist aber das Problem, die simple Sache, dass es in deinem Herzen einen Thron gibt und in deinem Herzen gibt es eine Krone. Und ich sag's dir was, das normale, wie du tickst als Mensch, das normale Programm ist, dass das viel wichtiger ist für dich. So sind wir getrimmt. Und es hat ein paar Probleme. Das erste Problem ist, schau mal, sagen wir Anerkennung. Sag mal, du bist total wild, du bist total geil auf Anerkennung. Ja, du willst einfach der Beste sein und du willst von den Leuten hören, dass sie dich gut finden und zum Beispiel, dass du schön bist, okay? Du willst die Schönste sein. Jetzt das Problem ist, wann bist du schön genug? Dann bist du schon total schön, dann kommt eine, die ist noch ein bisschen schöner und du zerstört. Dein Selbstwertgefühl fällt ins Nichts. Und du bist der Coolste von der Klasse. Du bist so unglaublich cool. Total, weil du bist voll der gute Basketballer und auch so. Und dann kommt einer, der ist einfach noch cooler. Schon das Problem ist, das Ding wird nie voll. Wann bist du denn gut genug? Wann bist du denn mächtig genug? Wann bist du denn reich genug? Weißt du, die ganze Welt ist voll mit Menschen, die irgendwie auf der Suche sind nach noch mehr irgendwie cool sein und anerkannt sein. Aber das erste Problem ist, das wird nie voll. Und das zweite Problem ist, es macht dich auch nie satt innerlich. Und jetzt habe ich eine relativ
harte Aussage für dich, wenn du nach diesen Sachen in deinem Leben gierst, wenn das deine Nummer eins ist, dann ist dein Leben immer eine verzweifelte Suche nach noch mehr, was nie voll wird, und ein ständiges Leben eigentlich in Angst. Das ist eigentlich eine schreckliche Sklaverei. Jetzt kannst du fragen, warum machen wir die Sklaverei eigentlich überhaupt mit? Das ist eine gute Frage. Ich glaube aus dem einfachen Grund, weil die Vorstellung, ohne das zu leben, ist irgendwie schrecklich. Also stell dir vor, du würdest leben irgendwie komplett ohne Macht. Ja, du hättest überhaupt nicht das Sagen. Was ist das für ein Gefühl? Das ist zum Kotzen. Irgendwie, du bist voll der Loser. Ja, wie ist das Gefühl, absolut ohne Anerkennung zu leben? Weiß ich nicht, jeder schaut auf dich herab oder jeder... keiner, der dich bestätigt, oder was ist das für ein Gefühl? Für Trost kann man übrigens auch Komfort einsetzen. Das ist im Englischen das Gleiche. Einfach, Leute machen alles Mögliche. Nur um das Gefühl zu haben, jetzt will ich echt mal mir was gönnen und die Seele baumeln lassen. Und Sicherheit, die Leute machen die krassesten Sachen für Sicherheit. Die schließen 100.000 Versicherungen ab. Ist eh total lustig. Man kann sich ja bei uns sogar gegens Leben versichern. Ne? Also gegen Brand auch, da gibt es die Brandversicherung und gegen Wasserrohrbruch. Und dann gibt es sogar eine Lebensversicherung. Das finde ich echt total lustig. Echt, so viele Leute tun alles aus ihrem Bedürfnis nach Sicherheit heraus. Ja, und warum? Warum ticken wir so? Aus einem einfachen Grund. Schau, stell dir mal vor, du würdest von einem Tag auf den anderen irgendwas, was dir wichtig ist, verlieren. Ja, es gibt manche Vorstellungen, da würdest du vielleicht sagen, hey, das zu verlieren, das wäre so schlimm, das wäre ja die Hölle. Okay, diese Beziehung zu verlieren, es wäre die Hölle. Ja, auf einmal, keine Ahnung, voll der Außenseiter zu sein, das wäre die Hölle. Wenn ich so fett wäre wie die, das wäre die Hölle. Ja, wenn ich keinen Sport mehr treiben könnte, das wäre für mich die Hölle. Setz ein dein Ding. Und jetzt kommt's. Aus jeder Hölle rettet dich ein Gott. Und das, was auch immer zu verlieren, du am meisten fürchtest und woran dein Herz am meisten hängt, das ist dein Gott. Und deswegen sagst du, das wäre ja die Hölle, wenn du das verlieren würdest. Ganz einfach, das, was in deinem Herzen die Nummer eins ist, woran du am meisten denkst, wo du austickst. Weißt du, du kannst vom Mund her sagen, ich bin Christ und ich glaube an den lieben Gott und das ist mir ganz wichtig. Und die spannende Frage, was ist wirklich in deinem Herzen die Nummer eins? Was ist da drin, dein Gott? Das erkennst du daran. Was zu verlieren, wäre dein größter Schrecken. Wenn du sagen würdest, ich kann nicht leben ohne Punkt, Punkt, Punkt. Das wäre ja die Hölle, wenn ich so leben müsste, weil Punkt, 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 das ist ja meine Sicherheit. Und das ist ja all mein Trost, da kann ich mich hinflüchten, wenn es mir schlecht geht. Und das ist das, wo ich weiß, wer ich bin, wo ich meine Anerkennung habe. Und das ist das, wo ich mich mächtig fühle, wo ich was in der Hand habe, wo ich kein Loser bin, wo ich kein Versager bin. Das, genau das, mein lieber Freund, das ist dein Gott. Und jetzt habe ich aber eine schlechte Nachricht für dich. Und zwar, das ist natürlich kein echter Gott, sondern wenn eins von diesen Teilen für dich Nummer eins wird, dann ist es kein Gott, sondern es ist ein Götze. Ich habe im Internet mal nach Götze gegoogelt, ich habe kein gutes Bild gefunden. Jetzt habe ich einfach eine stark symbolisierte Darstellung. Irgendwie, ich sage, das ist hässlich, ne? Ganz hässlich, ganz hässlicher Herzensgötze. Ich sage jetzt einfach mal, das ist so ein Herzensgötze, okay? Und das Problem ist, weißt du schon, jeder von uns hat es. Jeder von uns hat diese kleinen Dinge, denen wir eigentlich dienen. Und das Gemeine ist, dass der liebe Gott sich überhaupt nicht damit begnügt, dass er da auch so ein bisschen mithilft. So, weißt du, das ist ja auch witzig, gell? Manche Leute beten ja dann, sagen, lieber Gott, bitte hilf mir dann noch mehr davon zu finden. Und er sagt, nö, habe ich kein Interesse dran. Ich will die Nummer eins sein. Ich will gar nicht in deinem Zirkus mitspielen. Das ist aber gemein.
Er sagt, nee, das Ding hier, das ist eine Gefangenschaft. Du bist überhaupt nicht für das gemacht, du bist unfrei. Schaut mal, Leute, der Punkt ist der, jetzt wird es echt ein bisschen tricky, aber der Punkt ist der, Leute tun auch gut anderen, aber nur um sich dann cool zu fühlen, um anerkannt zu werden. Das sind dann die Leute, die in der Zeitung sind, mit so großen Schecks, die sie da übergeben. Ja, und alle sagen, boah, ist aber großzügig. Leute tun gute Sachen aus dem auch. Und das Ding ist eigentlich nur, wir kreisen um uns selbst. Und eigentlich ist es ein Götzendienst vom Ego. Jetzt, worauf will Jesus eigentlich raus? Schau mal, der Jesus sagt einmal in der Bibel, das ist das, was die Bergpredigt heißt. Das ist schon, wo Jesus auftritt und seine erste große Predigt hält. Das habe ich jetzt nicht da. Nee, da sagt Jesus, hey, wenn ihr betet, nee, das kommen wir erst nachher. Machen wir erst nachher. Wir springen nochmal zurück. Sorry. Schau mal, Jesus ist in der gleichen Situation. Und zwar ist Jesus in der Wüste und dann erzählt die Bibel, dass der Teufel zu ihm kommt und ihm verschiedene Deals macht, vorschlägt. Erster Deal, den er vorschlägt, lest mal mit mir. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jetzt, wenn du voll Hunger hast, so wie Jesus in der Wüste, was ist dann Brot für dich? Ja, Brot ist relativ wichtig. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass er irgendwie Brot so lecker findet, sondern Brot bedeutet total Sicherheit, okay? Weil sonst verhungerst du, wenn du nach 40 Tagen nichts gegessen hast. Und Brot bedeutet auch Trost, wenn du Hunger hast, endlich mal wieder was essen können. Und der Teufel sagt zu ihm, hey, verwend deine Macht als Sohn Gottes und mach einfach Brot. Und Jesus sagt, nee, ist nicht. In der Bibel steht, der Mensch lebt von was anderem. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur von dem Zeug, nicht nur davon, dass er was zu essen hat, dass er Sicherheit hat und so, sondern der Mensch lebt im Tiefsten von der Beziehung mit dem hier. Dann versucht der Teufel noch ein anderes und dann noch ein anderes. Und eines, das er versucht, finde ich auch interessant. Dann sagt er, darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, also Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich herab. Und dann sagt er weiter, weil ja die Engel werden dich ja dann auf den Händen tragen und das wird alles gut gehen. Und ich habe darüber nachgedacht, warum sagt der Teufel eigentlich, das machen wir in Jerusalem, auf dem Tempel oben. Da könnt ihr auch sagen, stürz dich irgendwo im Gebirge von einer Klippe. Aber klar, der Punkt ist, im Gebirge von einer Klippe, da sieht es ja kein Mensch. Das Coole hier ist, stell dir vor, Jesus ist in Jerusalem, da sind voll viele Leute, großer Platz, steht oben auf dem Tempel und die sagen alle, boah, der will sich umbringen, schau mal hoch und so. Und dann steht er da und dann springt er runter, macht so diesen Superman-Ding, fliegt so, landet perfekt da inmitten einer staunenden Menge. Was der Teufel hier macht, ist, komm, mach irgendwas, wo jeder sieht, dass du der Sohn Gottes bist. Das heißt, er triggert ihn, er piekst ihn an und sagt, hey, komm, du brauchst doch auch Anerkennung. Und Jesus antwortet total hart und total knallhart, hey, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwie. Das ist so krass, Leute, das ist so krass, weil, ehrlich, wie viel im Leben machen wir nur, dass Leute es sehen? Oder wie viel im Leben machst du nicht aus Angst, was die Leute sagen? Ist das nicht krass? Ist das nicht unglaublich? Weil, weiß ich nicht, hast du gehört, was die Natalie über den gesagt hat? Und meine Nachbarn, was sollen die denken? Ist das sowas von völlig wurscht, was die Natalie sagt? Völlig egal, was dein Nachbar denkt. Wenn du in 24 Stunden tot wärst, wär's dir völlig egal, ob die Natalie das cool findet oder nicht. Weil in 24 Stunden, wenn du tot bist, ist die Meinung von der Natalie sowas von belanglos. Aber weißt du, wir leben die ganze Zeit so. Und darf ich dich mal was fragen? Ich habe dich vorher gefragt, wie würdest du denn leben, wenn du noch 24 Stunden zu leben hättest? Ja, warum lebst du denn jetzt anders? Ich könnte auch fragen, wie würdest du denn leben, wenn du wüsstest, dass du nur noch 41 Jahre zu leben hast? Da kannst du jetzt gleich auch schon so leben, oder? Ich meine, warum leben wir jetzt in so einem komischen Film? Dass wir die ganze Zeit drüber nachdenken, was denken die anderen Leute? Und was werden die anderen Leute sagen? Ich habe übrigens eine ganz schlechte Nachricht für dich. Nur im Vorbeigehen, aber ganz schlechte Nachricht. Wenn du dich die ganze Zeit fragst, was die Leute über dich denken, ich habe eine super schlechte Nachricht. Weißt du, was die über dich denken? Gar nichts.
Die denken nämlich alle, was denkst du über sie? Die laufen den ganzen Tag rum, was denken die Leute über mich? Und du denkst doch, was denken die Leute über mich? Und jeder denkt, was denken die über Leute? Und keiner denkt über dich, die denken alle, was denken und so. Weißt schon, ja? Und dann gibt es die Leute, die sagen, hey, aber wenn ich dann Leuten in meiner Klasse, wenn ich denen sage, dass ich Christ bin, dann denken die alle, ich bin blöd. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Das denken so auch schon viele. Ja, im Ernst, du kannst total dich verstellen und voll der Wäsche dich anpassen. Es wird immer welche geben, die finden dich trotzdem doof. Und dann gibt es solche, die outen sich total und denen ist es gerade wurscht und so. Und manche hassen dich dafür und manche werden dich dafür lieben. Aber komm raus aus diesem Quatsch. Nur zu leben für Anerkennung, was Leute denken. Und komm raus aus diesem Quatsch, nur zu leben für Sicherheit, weil in ein paar Jahren bist du eh tot. Und du kannst dich überhaupt nicht versichern. Das ist doch Quatsch. Und komm raus aus diesem Unsinn hier, nur für ein komfortables Leben zu leben. Das kannst du machen, wenn du 70 bist. Ja? Aber jetzt bist du zu jung für irgendeinen so bequemen Lebensstil. Du bist für was komplett anderes berufen. Und schließlich, ja, das kennt ihr auch, dritte Sache, kommt Teufel und sagt hier, hoher Berg und ich gebe dir alle Reiche der Welt. Und dann sagt der Teufel zu Jesus, hey, ich gebe dir richtig viel Macht. Und weißt du, Macht fühlt sich schon gut an. Und auch die Versuchung, ich liebe es, wie Jesus darauf antwortet. Er sagt, weg mit dir. Und jetzt interessant, welche Antwort er gibt. Er sagt, hey, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, ihn allein. Wirklich diese Aussage, auch was wir vorher gesungen haben, was, wenn wir sagen, Herr, du bist Gott und dich beten wir nur an. Weißt du was, das in deinem Leben durchzuziehen, das ist echt radikal. Es ist radikal, aber Leute, das ist das christliche Leben, das andere ist die anderen spielen nur. Okay, das Echte ist zu sagen, Herr, du bist meine Nummer eins. Und alles andere, weißt du was, alles andere ist mir zweitrangig. Leute, ich bin noch ein bisschen im Einfluss davon, ich komme gerade aus Indien zurück, war vor ein paar Wochen in Indien und ich habe Leute erlebt, die da runtergegangen sind, um diesen Leuten dort zu dienen, die ihr Leben in unserer westlichen, vollgefressenen, bequemlichen Welt hingegeben haben, um diesen Leuten dort zu dienen. Und ich bin Pastoren dort begegnet, die buchstäblich jeden Tag in Gefahr, teilweise sogar in Lebensgefahr sind, weil sie dort verfolgt werden. Und ich habe in den Gesichtern von diesen Menschen eine Freude gesehen und eine Herrlichkeit gesehen, die ich in unseren verschlafenen und verfetteten christlichen, westlichen Dingsbums-Szene oft nicht sehe. Wo ich denke, hey, wir kreisen nur um unser Ding. Hey, Hauptsache, ich habe meine Rente und vorher will ich PlayStation spielen und die Natalie darf nicht sauer sein auf mich. Und ich würde die Leute gerne schütteln und sagen, wach auf, tu doch mal so, als hättest du nur ein Leben. Das wäre doch mal was. Weil du hast doch nur eins. Und tu doch mal so, als hättest du nur noch Tage X, bist du, ich weiß nicht, was hast du vor mit deinem Leben? Also ist das dein Traum? Ist dein Traum, in diesen Dingen drin zu bleiben? Meiner ist es absolut nicht. Ist doch nicht so witzig, wie es in der Vorstellung vorher hieß, aber echt, meine Leidenschaft ist für das, wozu uns Jesus eigentlich ruft. Er wird gefragt, wie sollen wir denn eigentlich beten? Und dann sagt Jesus, hey, wenn ihr betet, dann macht es nicht wie die Heuchler, und jetzt müsst ihr gut aufpassen, wie er sagt. Macht es nicht wie die Heuchler, sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Und dann sagt er, Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Was Jesus sagt ist, auch dein religiöses Zeug, auch dass du betest und so, das kann eigentlich nur eine Methode sein, um hier mehr zu kriegen. Das ist ja total krass. Wirklich, da gibt es Leute, die beten. Und Jesus sagt, aber der betet nur. Warum betet der, ne? Ja, weil er halt gesehen wird, weil er anerkannt wird. Und Leute beten, dass Gott ihnen mehr Sicherheit schenkt und mehr Trost schenkt und mehr Anerkennung schenkt und mehr Macht schenkt und Dinge meiner. Kannst du dafür beten, aber es ist nicht der Punkt davon. Der Punkt ist, dass Gott deine Nummer eins werden will. Ihr Lieben, lasst mich kurz noch was sagen, um meine Sympathien endgültig zu verspielen mit euch. Schau mal, wie will Gott eigentlich, dass wir leben? Wie will Jesus, dass wir leben? Wenn du fragst, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Ist das jetzt Sünde oder darf man das? Die eigentlich spannende Frage ist, wer ist die Nummer eins in deinem Herzen?
Ja? Eine der unpopulärsten Themen ist ja in dem ganzen Ding Beziehung und Sex. Ja, dieses Ding, ja, keine Ahnung, die Christen, die sind da ganz verklemmt und die sagen, das soll man nicht ins Bett gehen vor der Ehe und warum eigentlich und wenn sich zwei lieben, passt doch und drei ist auch gut und weiß ich nicht oder nicht und so. Weißt du, Leute, die entscheidende Frage ist die, warum wirst du so nervös, wenn ich über das Thema spreche? Das ist die spannende Frage. Die spannende Frage ist, wer ist denn eigentlich die Nummer eins in deinem Herzen? Ich möchte nochmal sagen, es gibt so viele Leute, die sind in Beziehungen und in Sexualität in was drin, wo sie tief drin checken, eigentlich ist es nicht gut. Eigentlich ist es nicht gut. Aber das loszulassen tut so weh, das kann überhaupt nicht wahr sein. Wenn der Gedanke dran so weh tut, dann weißt du, das ist dein Götze. Und dein Götze kann eine Beziehung sein. Dein Götze kann ein Typ sein. Dein Götze kann ein Mädchen sein. Heißt es, dass du keine Beziehung haben darfst? Nee, das heißt überhaupt nicht, dass du keine Beziehung haben darfst. Es heißt, dass der Herr allein deine tiefste Sehnsucht stillen kann. Und wenn eine Beziehung zu deinem Götzen wird, dann suchst du immer mehr davon. Du suchst immer mehr davon, aber es ist nie genug. Und dann brichst du die erste Beziehung ab, weil du suchst was, was du nicht findest. Und dann kannst du den anderen auch nicht loslassen. Du wirst auch super eifersüchtig auf andere. Ja, wen hast du angeschaut? Du musst nur bei mir bleiben. Du gehörst nur mir. Weil ich brauche immer mehr von dir, weil ich bin eigentlich süchtig nach dir. Und dann sagst du, das ist doch Liebe. Das ist keine Liebe, das ist Sucht. Du bist einfach nur abhängig davon. Du wirst immer mehr davon. Und deswegen, wehe, irgend so ein Prediger sagt irgendwas, das mit Sex und so und irgendwie, wehe, fass ja nicht mein Heiligtum an meinen kleinen Lieblingsgötzen. Das ist nicht Liebe. Und es wird dich nie erfüllen. Du wirst versuchen, jemanden auszusaugen, aber du wirst nicht erfüllt davon. Beziehung und Sex funktioniert nur und ist herrlich und ist schön und macht dich frei, wenn der Herr an der ersten Stelle ist und wenn er da reinsprechen darf, was okay ist und was nicht okay ist. Weil unser Herz ist trügerisch. Unser Herz sagt, nö, ich weiß schon. Nee, unser Herz sucht Trost, Sicherheit, Macht und Anerkennung. Und übrigens, hey, volles Programm, Leute, warum haben Leute irgendwelche Beziehungen, die nicht gut sind oder machen sexuell irgendwas, gehen fremd oder verführen oder haben mehrere Beziehungen oder gar keine und schlafen in der Gegend rum oder gehen im Puff oder sonst was? Es ist nur aus diesen Gründen. Ja, keine Ahnung, um sich mit irgendwas zu trösten, um irgendwie Macht über jemanden zu haben. Ich kann mit den Jungs spielen, wenn ich weiß, wie. Oder um Sicherheit zu haben. Hey, ich, das ist meine einzige Sicherheit, dass ich dich habe. Und ich wag ja nicht, mich wegzunehmen. Einfach Anerkennung, weil es fühlt sich gut an. Hey, wenn die Bräute auf mich stehen hier oder wenn ich meine Freundin habe und die mich immer mag und mein Freund mich nie verlässt. Ich will dir was sagen. Es gibt nur einen, der, wenn er Gott ist, das hier, dein Herz, wirklich erfüllen kann. Es gibt nur einen, der ein wahrer Gott ist. Und das ist Gott. Und was wir vorher gesungen haben, dass Gott groß ist und dass wir ihn erheben, heißt einfach nur, das Einzige, was dein Herz voll machen kann und satt machen kann und zufrieden machen kann, das ist nie eine Beziehung, das ist nie ein Auto, das ist nie Macht, das ist nie eine Karriere, das ist nie ein Job, das ist nie Kohle, das ist nie, dass Leute dir zuapplaudieren. Weißt du, ich kenne ein paar Leute, die echt berühmt sind. Ich kenne einen, der vor Hunderttausenden von Leuten auf einer Bühne stand, ein Rockstar, und dessen Herz dabei immer noch leerer wurde. Nichts von alledem kann dein Herz sättigen. Und das Einzige, was dein Herz sättigen kann, ist die Liebe von Gott. Und dafür bist du gemacht. Und ich habe heute eine Leidenschaft und eine Sehnsucht, euch nicht, weiß ich nicht, so ein Wohlfühl-Dingsbums zu predigen. Der liebe Gott, der ist ganz harmlos. Der ist nämlich gar nicht harmlos. Ja, der will echt alles von dir. Der will echt in dein Herz rein. Aber dafür bist du gemacht. Und das Problem ist, unser Herz, das hängt an alledem. Das will unsere kleinen Lieblingsgötzen nicht loslassen. Und deswegen hat Gott was gemacht. Und zwar, es gab einen einzigen Menschen, der komplett nicht nach dem Modell gelebt hat. Der komplett nur für Gott gelebt hat. Und das Problem ist, boah, das packen wir fast gar nicht. Weil uns das so überführt, weil wir erst checken, wo unser Herz, das rebelliert dagegen. Und weißt du, was sie mit dem Menschen gemacht haben? Sie haben den Menschen umgebracht. Weil dieser Mensch so anders war, das haben die nicht gepackt. Komplett nicht nach Macht gelebt, komplett nicht nach Sicherheit, komplett nicht nach Anerkennung gelebt. Und er hat gezeigt, wie sehr unser Herz nach all dem hängt. Und deswegen haben sie ihn gepackt und haben sie ihn ans Kreuz geschlagen. Und weil dieser Mensch ist Jesus,
weil dessen Liebe aber stärker war als der Tod und stärker war als das Grab, beginnt in dem Moment, an diesem Tag in Golgatha, jetzt feiern wir das übrigens bald an Karfreitag, es sind 2 Wochen, beginnt an diesem Tag für dich, wenn du das willst, ein komplett neues Leben. Und es ist nicht so ein bisschen, hey, du machst das alte Spiel weiter. Ich weiß nicht, wer von euch überhaupt getauft ist, wer von euch irgendwie mit Kirche oder so, oder für wen das alles neu ist. Das betrifft uns alle etwa gleich, gell? Die Welt ist nicht aufgeteilt in Gute und Böse. Manche glauben das. Komischerweise glauben die immer, dass sie selber zu den Guten gehören. Ist dir das schon mal aufgefallen? So, ich sagte, die Guten, die gibt's überhaupt nicht. Ja, es gibt nur normale Sünder und die hängen alle in dem Ding drin. Und den Deal, den Jesus uns angeboten hat, ist, wenn du Ja sagst zu dieser meiner Liebe, dann reiße ich dich raus aus dem System und hol dich in was Neues rein. Schau mal, wie der erste Petrusbrief, ich hau euch heute mal mit Bibelstellen voll, aber ich habe nicht so viel Zeit, deswegen spreche ich schneller. Schreibt der Petrusbrief, ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Erstmal, was hier steht, ist, hey, es gibt eine sinnlose, von den Vätern ererbte Lebensweise. Nach Sicherheit in dieser Welt und nach Macht und Hauptsache gesund sind wir, die Gesundheit ist das Wichtigste und Hauptsache Job und Hauptsache mal heiraten und 2 Kinder kriegen und einen Dackel und dann ein Haus bauen. Und dann sagt Petrus, das ist eine sinnlose Lebensweise. Weißt du, warum sie sinnlos ist? Ja, wart 100 Jahre, dann siehst du, wie sinnlos es ist. Du nimmst nichts davon mit in die Ewigkeit. Es ist nicht von relevant für die Ewigkeit. Und er sagt, Jesus hat dich rausgekauft aus diesem Lebensmodell um einen Preis. Das heißt, er hat Geld für dich bezahlt. Er hat für dich etwas bezahlt. Und zwar nicht Geld, sondern das Allerkostbarste, was überhaupt jemals für irgendwas bezahlt wurde, nämlich mit seinem eigenen Blut. Hat er dich rausgekauft aus dem Film, wenn du willst. Und er sagt zu dir, und ich glaube, er sagt zu dir auch heute, lieber Freund, bleib nicht stehen bei deinem kleinen, mickrigen, harmlosen, alltäglichen, bürgerlichen Leben. Ich bin gestorben und ich bin auferstanden, um dich rauszukaufen aus diesem Leben und um dich hineinzukaufen in eine viel größere Perspektive. Möchtest du das? Das ist, schau mal, Leute sagen zu mir, ey, das, was ihr macht in Augsburg und Tag und Nacht beten und so, das ist ja schon irgendwie krass. Ich finde es überhaupt nicht krass, ich finde das krass, wie der Rest der Welt lebt. Weißt du, wirklich, wir verschwenden unser Leben für Autos und Medien und was die Nathalie von der Karl-Marx-Allee drüben sagt oder sonst was. Wir denken, du bist vielleicht bescheuert, du lebst für die Ewigkeit. Tu doch mal so, als hättest du nur ein Leben. Hey, du bist erschaffen von Gott. Kein Molekül von dem Sauerstoff, den du einatmest, seit du geboren wurdest, kein einziges Molekül wurde von einem Menschen produziert. Menschen können auch keine Moleküle produzieren, okay? Und wir kommen auf die komische Idee, unseren Schöpfer zu vergessen. Das nenne ich verstrahlt, okay? So zu tun, als wären wir Mittelpunkt vom Universum. So zu leben, dass dein Schöpfer, dass Gott die Nummer 1 und das Höchste in deinem Leben ist und du ihn anbetest und ihn an die erste Stelle setzt. Lieber Freund, das ist das sinnvollste und normalste und beste und logischste Leben, das du führen kannst. Ihr seht schon, ich könnte da noch ein paar Stunden weitersprechen, mache ich jetzt nicht, sondern wir beten. Einfach wenn du, ganz kurz noch, wenn du einfach da tiefer noch reingehen willst, das Thema, wenn du meinen Namen irgendwo eintippst im Internet, findest du ganz viele Vorträge und YouTube-Zeug und alles Mögliche. Wir haben hier hinten auch einen Büchertisch vom Gebetshaus, wenn du rauskommst, rechts an der Seite, da hinten in der Ecke gibt es einen Tisch. Wenn du sagst irgendwie, hey, ich will da tiefer reingehen, vorher gab es schon einen Werbeclip, es gibt ein Buch von mir, das heißt Gott ungezähmt, da geht es um das, musst du nicht kaufen, aber kannst du, wenn du willst. Gibt es da hinten, wenn du sagst das mit Sex, Moment, was hat er gemeint? Und du bist auf einmal ein bisschen nervös, dann habe ich hier hinten eine Vortragsreihe, die heißt, am 6. Tag schuf Gott den Sex. Da kannst du, ich weiß, es interessiert euch nicht, aber vielleicht für deine Eltern kannst du das mitnehmen. Gibt es aber auch auf YouTube, also wenn du das Geld sparen willst. Und dann gibt es noch kleine Büchlein, eins heißt Nein zur Entmutigung. Das geht über Entmutigung.
und wie du Nein dazu sagen kannst. Und ansonsten kannst du Twitter und Instagram und die üblichen Kanäle kannst du mir folgen. Aber jetzt lass uns ganz kurz nochmal aufstehen, wenn es okay wäre für euch. Ist das zu lang gesessen? Kurz aufstehen. Wir gehen jetzt, glaube ich, weiß nicht, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen nochmal zurück irgendwie in Worship, oder? Ja, aber lass uns ganz kurz einfach, ihr könnt auch schon nach vorne kommen, ihr. Ich will einfach dich ganz, ganz, ganz kurz einladen. Die fangen das dann auch zum Spielen wieder an und dann geht es auch weiter. Ich will nur kurz, wie soll ich das sagen? Weißt du, du musst Jesus nicht folgen. Du kannst auch weiter so leben, wie du willst. Kein Zwang und kein Druck. Ich sag dir, ich bin der größten Liebe und der größten Faszination des Universums begegnet. Und seither habe ich nicht mehr so viel Bock auf PlayStation. Also du kannst weiter PlayStation spielen, ist mir egal. Ist überhaupt nicht der Punkt. Aber ich lebe für was unendlich wertvoller und schöner und gewaltiger ist. Gewaltiger und wunderbarer als Macht und Sicherheit und Geld und Zeug dieser Welt. Und der Punkt ist einfach der, traust du diesem Gott zu, deine Nummer eins zu sein, dass er deinen Mangel füllt, aber dass er auch dein totaler Sinn ist. Als ich so ein Teenie war vorher und unmöglich aussah, ich wollte irgendwie Party machen und die Welt bereisen, aber ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was ist der Sinn von all dem, was soll es denn eigentlich? Und weißt schon, was dein Sinn ist und was die Pointe von allem ist? Der dich erschaffen hat, der weiß, wie du funktionierst und du lebst für ihn, du bist gemacht für ihn. Mach ihn heute zur Nummer eins von deinem Leben. Lass uns kurz beten. Das machen wir jetzt einfach mal so. Wenn du willst, kannst du die Augen zumachen. Ich mache das immer, sonst bin ich von eurer Schönheit so geblendet. So. Bei manchen ist es nicht so schlimm, aber bei manchen, nein, Gott. Kann das sein, dass dir jetzt was auffällt, wenn du merkst, wow, ich hänge an der Sache auf eine Art und Weise, die nicht gut ist? Das spürst du schon. Das spürst du schon, wenn du merkst, wow, das hat so einen Stellenwert in meinem Leben, das ist irgendwie nicht mehr gut. Und das saugt mich eigentlich aus, das macht mich überhaupt nicht froh und glücklich, sondern ich suche danach was gar nicht kommt. Gott will das von dir sein. Gott will deine Quelle sein. Und er kann das. Er ist echt gut drin. Jesus hat gesagt, wenn du Durst hast, kommst du zu mir. Und wenn du willst, kannst du die Augen schließen in deinem Herzen. Ihr könnt eigentlich schon anfangen zu spielen, wenn ihr wollt. Ein bisschen einfach so einen wabenden C-Major-7-Akkord oder sowas. Oder Fis-Major-9+3. Ja, ganz schnell. Wenn du willst, kannst du einfach mit Gott sprechen, mit Jesus sprechen, als wäre er ein Freund, der dir gegenübersteht, und kannst ihm sagen, Herr, wenn das stimmt, was dieser komische Typ mit dem eigenartigen Akzent, den ich nicht zuordnen kann, was der erzählt hat, dann möchte ich gern das, oder dann lasse ich dich rein in mein Leben und dann darfst du die Nummer eins im Leben sein. Das ist ein Ding zwischen dir und Gott. Du musst da nirgends unterschreiben und Hosianna schreien oder so. Du kannst es einfach für dich machen. Es ist eine tiefe Herzensangelegenheit. Es ist nicht an dem Außen interessiert. Es ist interessiert an deinem Herzen. Und wenn du ihn heute und jetzt in dein Herz lassen willst, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu.